Hallo zusammen und willkommen zurück bei Car-Mechanik Simulator 2018. Und das Motto der heutigen Folge ist: Bitte melde dich, wird wohl auch auf dem Thumbnail stehen. Und es geht darum, einmal einerseits einige Leute, die schon ein Auto bei mir hier haben, die hatten noch gewisse Verbesserungsvorschläge, was sie anders haben wollten. Wie der gute OGMK, der wollte ein paar andere Felgen haben, das weiß ich noch. Aber das andere, da wollte ich jetzt nicht dutzende Kommentare lesen. Falls ihr ein Auto habt hier bei mir und Verbesserungswünsche habt, sei es jetzt andere Felgen, andere Größe, vielleicht eine neue Farbe oder dergleichen, dann schreibt das bitte unter dieses Video und dann werde ich das nächste Woche umsetzen. Das zum einen. Und dann gibt es ja immer noch Leute, die ein Auto haben wollen und ich denen schon was versprochen habe, dass die ein Auto bekommen, aber bisher auch noch nicht erfüllt habe. Und dann fiel mir so auf, wir haben noch 3 Wagen, die noch keinen Besitzer haben, noch kein Kennzeichen mit deren Namen. Und das sind unter anderem dieser Opel GTE, dann dieser Mustang-Verschnitt, wie heißt der hier nochmal? Salem Spectre Fastback. Jetzt hat es aber gerade geruckelt. Und dieser Willys Jeep. So, da könnt ihr euch auch unter die Kommentare schreiben, welchen ihr haben möchtet. Aber ganz wichtig: Erstwunsch, Zweitwunsch, Drittwunsch. Das heißt, wenn ihr als erstes unbedingt den Kadett haben wollt, dann schreibt das 1 Kadett, 2 jetzt Salem Spectre oder Spectre und 3 Willy. Und dann werde ich mir diejenigen aussuchen. Ich weiß nicht, ob ich das dann als Verlosung mache. Kommt auch drauf an, wie viele sich melden. Und ja, schreibt es auf jeden Fall nur unter dieses Video, sonst wäre das zu verwirrend. Und das werde ich dann auch umsetzen, wahrscheinlich in der nächsten Woche, wenn ich die ganzen Reparaturen der anderen Wagen und Schönheitssachen der anderen Wagen mache. Ganz wichtig, nur unter dieses Video. Alles andere kann ich leider nicht dann eventuell zuordnen oder übersehe dann vielleicht was und dergleichen. Ja, angedacht sollte eigentlich ja, hatte ich ja in dem Neujahresvideo, dass nur noch Montag bis Freitag Car-Mechanik-Simulator kommen sollte, weil ich am Wochenende mal immer was anderes mal ausprobieren wollte. Geht jetzt natürlich nicht und auch morgen wird es eine Folge geben, weil wir haben ja 2 gemoddete Wagen vom guten Phil hier schon gehabt und der Phil hat mir gesagt, er hat morgen Geburtstag, also den Sonntag, den 7. Genau wie mein Hund übrigens. Der wird allerdings 14 und der Phil ist wahrscheinlich ein bisschen älter als 14. Aber nichts tut dem nichts zur Sache. Deswegen habe ich gedacht, ich installiere ein paar Mods vom Phil. Die gucken wir uns dann aber nicht hier an, weil die Wagen werden wahrscheinlich auch wieder ursteuer sein, obwohl wir gerade ein bisschen Geld haben. Die gucken wir uns im Autosalon dann an. Das schon mal für morgen, Sonntag, die Folge. Ich weiß nicht, wie viel ich da runterlade, ob ich da gleich mehrere runterlade. Und dann nehmen wir sie mal genau unter die Lupe. Und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr die Wagen vielleicht euch auch holt oder nicht holt. Über die Preise, wie gesagt, kann ich nichts sagen, aber wir gucken sie uns auf jeden Fall an, wie detailliert er gearbeitet hat. Aber ich denke mal, der wird der Phil gute Arbeit geleistet haben. So. Das soll es dann eigentlich schon für heute gewesen sein, Leute. Schreibt in die Kommentare für die Wagen. Und wer schon einen Wagen hat, kann auch teilnehmen. Aber ich bevorzuge dann natürlich diejenigen, die noch keinen haben, damit die ihr auch ein Auto haben. Und ihr könnt, wie gesagt, eure Farbe noch darunter schreiben oder dahinter schreiben, weil das Grün ist jetzt nicht jedermanns Geschmackssache. Dieses Gelb finde ich ganz schick. Die Originalfarbgebung war zwar dieses Gelb-Weiß vom GTE, aber
Die gibt es hier leider nicht. Und ja, wie gesagt, könnt ihr auch noch zuschreiben. Ja, Sitze und Lenkrad, die lassen wir hier drin. Ich meine, außer jetzt, wenn vielleicht die Sitzfarbe nicht passen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch selber eingreifen, ne? Ja, und hier gibt es eh nichts Großes zu machen an dem Ding. Aber wisst ihr was? Den könnten wir doch mal eben auf die VMAX-Strecke schicken, oder? Da hätte ich jetzt Bock drauf, den habe ich da noch nicht fahren lassen. Und mit seinen 60 PS wird er zwar natürlich nichts vom Teller heißen, aber. Oh, das ist jetzt neu. Ja, auch 1.56 ist draußen, ne? Finde ich gut, dass das jetzt da steht. Der Willys Jeep. Version 1.56 erschienen. War auch über 400 MB groß. Das war schon, sowas hatten wir schon lange nicht mehr, so einen großen Patchbacker-Mechanik-Simulator. Ich könnte mich da jetzt sowieso überhaupt nicht dran erinnern, dass wir jemals so einen großen Patch hatten. So. Na, wird er 140 schaffen? Fünf Sekunden, das mag ich aber bezweifeln, oder? Auf 100. Oh, 140 schafft er nicht. Das ist aber auch komisch. 3.500 Touren. Ist das ein Diesel? Top Speed 130. Das kann ich schon sehr gern glauben, aber 12,5 Sekunden auf 100. So viel zum Willys Jeep. 130. Hatten wir den Kadett eigentlich jemals auf der VMAX-Strecke? Nee, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. Den Salem Spectre auf keinen Fall. Den schicken wir jetzt auch noch dahin. Da kriegen wir wenigstens nur ein paar Minuten voll. Ja, es ist nicht ganz so langweilig für euch. So, dann machen wir das mal. Der ist jetzt auch nicht getuned und nix. Was für PS hat der überhaupt? Ungetuned. 416. So, Salem Spectre. Die Kadett hatten wir, glaube ich. Für VMAX-Strecke. Ist ja auch egal. Wir testen jetzt noch den Salem Spectre. Den hatten wir definitiv noch nicht. Kann ich nochmal Restart drücken? Ja, geht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann bleiben wir nämlich dahinter. Müssen sinniger Gas geben. Oh, ne. Ich verstehe nicht, wo die gravieren, was das für gravierende Unterschiede sind bei den Wagen. Einige Heckschleudern lassen sich so super beschleunigen und andere wiederum. Naja, 234 ist jetzt nicht der Burner, ne? Und das ist auch nicht der Burner, immer in die Bande fahren. Das sollten sie unbedingt mal patchen, ey. Das geht einen echt auf die Nerven. Okay, Leute, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und euch noch ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bis demnächst in einem meiner anderen Videos. Tschüss und ciao, ciao.